Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott hat Homers Ilias neu ins Deutsche übertragen. Geradlinig und schnörkellos. Bei ihm ist kein Platz mehr für Hexameter und überflüssige Beiwörter. Beinahe ein Tabubruch. Dafür bringt die Hörspielfassung von Schrotts Übertragung eine einzigartig farbige, anschauliche Inszenierung der 15.000 Verse hervor. Aber er ging noch weiter. Er begann auch auf den Spuren Homers zu forschen. Was er auf Reisen nach Kleinasien zutage förderte, bringt nun die Altertumsforscher in Rage. Homer sei ein aufstiegsorientiertes Migrantenkind im südtürkischen Kilikien gewesen, sagt Schrott. Er habe sich als Schreiber in assyrischen Diensten allerdings vorbildlich integriert. Aber es sei naheliegend, dass er für die Ilias auch auf orientalische Quellen zurückgegriffen habe. Damit aber rührt Schrott an den Nerv eines eurozentristischen Selbstverständnisses. Die Ilias, das Grundwerk abendländischer Literatur mit orientalischen Wurzeln? Raoul Schrott erzählt Monika Maria Trost unter anderem, wie er mit dem damit verbundenen Aufruhr umgeht. Herr Schrott, willkommen in der Sternstunde Philosophie. Gut. Sie haben für den Hessischen Rundfunk und den Deutschlandfunk die Ilias von Homer neu übersetzt. Das Epos ist fast 3000 Jahre alt. Warum sollen wir uns das heute am Radio anhören? Tja, da fallen mir jetzt ein paar Gründe ein. Also fangen wir bei den modernen Gründen an. Da Marcel Reich-Ranitzky jetzt Gott sei Dank in Pension ist und da es die Elke Heidenreich nicht mehr gibt, wer sagt dann dem Publikum, was für Bücher man lesen soll? Und Raoul Schrott wahrscheinlich. Nein, eben nicht, weil gegen diese Art von Kanonbildung bin ich. Die fand ich immer eher dümmlich, dass es dieses oberlehrerhafte Geschmacksdiktat gibt, was gut und was nicht gut ist, was zu lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das hat mir eigentlich nie gepasst. Aber bei der Überproduktion von Büchern, bei den jährlichen Buchmessen, die immer größer werden trotz Finanzkrise, ist natürlich die Frage, was soll man lesen? Und einen Selektionsmechanismus gibt es, der auch nicht besser ist und schlecht ist, aber ist zumindest etwas objektiver als Reich-Ranitzky und Konsorten, und das ist die Zeit. Und die Ilias ist einer dieser Texte, die einen Selektionsdruck von mehreren tausend Jahren überstanden haben. Und das allein birgt für eine Qualität, wäre aber noch nicht der Grund, weshalb. Die Ilias ist gleichzeitig einer der politischsten Texte, den es gibt. Das müssen Sie ausführen. Der instrumentalisiert worden ist schon damals, also der selbst als Text politisch ist, wo es darum geht, wie könnten mögliche gesellschaftliche Strukturen aussehen, abgesehen von der Geschichte des Streites zwischen Achilleus und Agamemnon geht es da natürlich auch darum, wie kann eine Gesellschaft funktionieren, aufgrund welcher Regeln. Wer ist mächtiger? Agamemnon, der sich auf ein Herrscherhaus berufen kann, oder Achilleus, der eine Göttin als Mutter hat? Wer ist besser auf dem Schlachtfeld oder beim Reden? Was ist gewichtiger? Das Ilias selbst ist ein politischer Text und sie ist bereits in der Antike für das, was man Nation Building bezeichnet, verwendet worden. Quasi als eine Art von literarisches Manifest, wie sich diese zerstrittenen Griechen zusammenfinden können unter einem, wenn auch reichlich dümmlichen und selbstherrlichen Kriegsherrn. Sie ist dann vor allen Dingen in Deutschland im 19. Jahrhundert wieder eine Art literarische Folie gewesen, nicht nur für die Herausbildung des Bildungsbürgertums, sondern auch wieder für die Einigung Deutschlands, dass er damals aus kleinen diversen Fürstentümern bestand, die sich dann ja erst einigten, 1870, 71, Bismarck und die ganze Geschichte. Also es gibt nur wenige Texte, die so politisch sind. Anderer vergleichbarer Text wäre Vergils Aeneis, der bei uns völlig vergessen ist, der aber 1000 Jahre lang den römischen Bereich dominiert hat. Gleich wie Gilgamesch den orientalischen Bereich dominiert hat. Was Sie auch übersetzt haben, 4000 Jahre alt. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Ich meine, meine Übersetzung, also so ein bisschen, oder zumindest haben mir das viele gesagt, dass man das jetzt endlich mal verstehen könnte, was da Homer gesagt hätte. Dem wollen wir auf die Spur gehen. Das freut mich, aber ein wichtigerer Grund eigentlich ist noch, dass die Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur und einer fremden Sprache eigentlich erst ein Vergleichsmaßstab für die eigene schafft. Also fremd meinen Sie jetzt die Griechen bezüglich uns? Fremd meine ich sowohl die zeitliche als auch die geografische als auch die kulturelle Distanz, die relativ ist. Es gibt größere Distanzen, in die sich mit Steinzeitmalereien zu beschäftigen. Da ist die kognitive Distanz zwischen Ihnen unter Anführungszeichen und uns sicherlich
größer noch. Die Griechen stehen uns näher. Aber sich damit zu beschäftigen oder sich auch mit Vergils Aeneas zu beschäftigen oder sich mit Cervantes oder ganz egal was, schafft eigentlich über diese zeitliche und diese räumliche Ferne, schafft letztlich sowas wie eine Vergleichsdistanz für uns selber. Wir kriegen quasi einen Zerspiegel unserer eigenen Wirklichkeit vorgehalten. Wir können also vergleichen, wie sind wir im Gegensatz zu ihnen und wie sind sie im Gegensatz zu uns. Und was bei diesem Vergleichsspiel, das ja auch eine Art von Schielen ist, das man beim Übersetzen permanent bedienen muss, weil man auf der einen Seite das Fremde des Textes wiedergeben will, aber auf der anderen Seite permanent auf ewig Menschliches stößt. Ewig Menschliches, was meinen Sie damit? Ja, die Ilias, es beginnt schon damit, dass das eine Geschichte ist zwischen zwei rabiaten Kerlen, von denen sich jeder für den Wichtigsten hält. Das, worüber gestritten wird, ist Ehre, männliche Ehre. Worüber gestritten wird, ist öffentliches Ansehen im Heer, Söldnermentalität. Worüber gestritten wird, ist aber vor allen Dingen wieder Frauen, zwei Beutesklaven. Wer kriegt welche, wer muss seine Beutesklavin hergeben? Also das ist die älteste Geschichte der Welt. Aber 15.000 Verse lagen Schlachtengetümmel und Heldengeschichten. Ich meine, Sie sind vergleichender Literaturwissenschaftler und selber Dichter. Was hält denn die Ilias zusammen? Ja, das ist wie bei jedem guten Text die Komplexität des Textes. Also es ist nicht nur ein Element, das die Ilias zusammenhält, sondern es sind diese verschiedenen Ebenen, auf denen sie funktioniert. Die oberflächlichste Ebene, quasi der Plot ist die Geschichte, dass wir uns im 10. Kriegsjahr vor Troja befinden. 50 Tage schildert Homer daraus, er greift sich eine einzige Episode raus, die zum Thema hat, wie Agamemnon und Achilleus miteinander in Streit geraten, das griechische Heer dadurch auseinanderbricht, seinen besten Mann verliert. Achilleus ist der beste Mann, der sieht sich in seiner Ehre so verletzt, weil er seine Beutesklavin hergeben muss, dass er sich zurückzieht aus dem Kampfgeschehen, dafür in Kauf nimmt, dass Zehntausende von seinen Griechen daraufhin ins Gras beißen werden. Dass sein Freund Patroklos stirbt, das weiß er zwar nicht, aber er ist schuld daran. Deswegen rächt er sich dann an Hektor, der Patroklos tot verschuldet hat, und kommt dann erst nach 19 Gesängen eigentlich wieder in das Schlachtgeschehen zurück. Das ist eine relativ einfache Dramaturgie, die an sich eine spannende Geschichte erzählt. Aber also der Zorn Achill ist sozusagen, wenn ich richtig verstanden habe, das, was das ganze Werk zusammenhält. Der Zorn dauert eigentlich diese 51 Tage lang. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, weil dann könnte man sagen, ja, also was hält Moby Dick zusammen, dass es den weißen Wal gibt und einen, der danach ist. Also als im Thema Plot stimmt, ja. Aber das, was die Ilias eigentlich zusammenhält, sind eher diese vielfältigen Versuche Homers, der als äußerst moderner Erzähler eigentlich auf diese Weise fungiert, so eine Art von Brechtsches Theater eigentlich macht, indem er Positionen von Figuren vorstellt. Denn was in der Ilias immer wieder passiert, die Griechen sind ja ein relativ disziplinloser Haufen, die überhaupt nicht wissen, was die Taktik für die nächste halbe Stunde ist. Deswegen gibt es eine Ratsversammlung nach der anderen. Dort werden Positionen abgehandelt, die letztlich gesellschaftliche Positionen sind und letztlich damit dabei sind, eine Gesellschaft zu entwerfen. Wie könnte eine Gesellschaft funktionieren? Wie kann man mit Streit, mit Problematiken umgehen, die so einfach sind wie, nimmst du mir meine Beutesklavin, gebe ich dir deine oder umgekehrt? Gut, und Achill ist Feldherr und Agamemnon ist der Heerführer. Genau. Das heißt ein Chef. Und trotzdem lehnt Achill sich auf. Ist der beste Kämpfer. Und hat dem natürlich seinen gesamten Erfolg verschafft. Plus, die Griechen sind ja da nicht irgendeine aristokratische Gesellschaft, sondern die treten auf das Schlachtfeld auf wie antike Wikinger. Also denen geht es um Beute. Die Beute spiegelt die eigene Ehre wider. Dahinter kann man auch nicht von großartiger Aristokratie reden, denn wenn die nicht im Krieg sind, dann hüten die alle selber ihre Kühe und ihre Ziegen und ihre Schafen. Also das ist also eher eine Gesellschaft, die ärmlich ist, wie wir das auch von Homers Zeitgenossen Hesiod wissen. Der schildert dann Griechenland, das ist vergleichbar, sagen wir, für moderne Verhältnisse wie Rumänien kurz nach dem Fall der Mauer. Also absolut armselig, kein funktionierendes Rechtssystem. Und die Griechen kommen nun in Konflikt mit einer
Weltmacht, das sind die Troer als Fiktion, deren Heer geschlossen hinter ihrem Hektor in den Krieg marschiert, ihm auch folgt, die also funktionierende gesellschaftliche Strukturen besitzen, während die Griechen erstmal herausarbeiten müssen, wie können wir uns mit unseren ganzen 50 Stämmen, die wir da haben, wie können wir uns jetzt endlich mal auf einen Punkt einigen. Und Homer macht das auf eine äußerst spannende Art und Weise. Er schlüpft als Erzähler, und die Ilias, das Epos klingt immer so groß. Epos ist ein Stück Poesie, das gleichzeitig ein Roman ist und ein Theaterstück. Denn der Erzähler schlüpft dann immer wieder in die Figuren rein und stellt deren Position mit einer unheimlich subtilen, nuancierten Psychologie dar. Dass man als Hörer oder als Leser sich denkt, ja, ja, genau, also das, was jetzt Achilleus gesagt hat, ja, ja, recht hat er. Und dann kommt Agamemnon und sagt, ja, und denkt man sich, ja, na, stimmt, recht hat er. Dann kommt der Nestor und sagt, ja, aber liebe Leute, denkst, ja, recht hat er. Dann kommt der Seher, dann denkst, ja, recht hat er. Und also es ist dieses Brechtsche Prinzip, wo der Zuschauer, das Publikum eigentlich entscheidet und bei dem man merkt, wie Homer dabei ist, Gesellschaftsentwürfe, soziale Verhaltensweisen, ethische Verhaltensweisen, so quasi in experimentellen Versuchsanordnungen durchzuexerzieren, bis er am Schluss, am Ende dieser 24 Gesänge, schon auf seine Andeutung kommt, wie Gesellschaft funktionieren könnte. Denn am Anfang geht es um ein klares Quid pro Quo. Du gibst mir was, sonst kriegst du was drauf, wenn nicht. Also das ist sofort geben und nehmen, geben und nehmen. Verstehe. Und am Schluss ist es aber so, dass man plötzlich entdeckt, wenn ich jemand eine Vorleistung gebe, dann gibt es eine Art von Bringschuld, moralischer Natur. Priamos, der Vater von Hektor, mit Priamos beispielsweise lädt seinen ganzen Karren auf, geht zu Achilleus, der dort bereits zur blutrünstigen Bestie geworden ist, der also jedes menschliche Maß längst verloren hat, geht also eine Art Himmelfahrtskommando ins Lager der Griechen mit Geschenken. Und vielen Geschenken. Vielen Geschenken und kann nur hoffen, dass er dafür die Leiche seines Sohnes kriegt und selber nicht abgemuxt wird. Und Achilleus akzeptiert das am Schluss. Und das wandelt dieses Quid pro Quo, diese Söldnermentalität letztlich in etwas, in heutigeren Begriffen, christlicheres um. In eine Art von Gesellschaftsvertrag. Zivilisation vielleicht so. Zivilisation in ein Do ut dessen, ein Gib und dir wird gegeben werden, wie man so fromm glauben kann. Was aber nur innerhalb einer funktionierenden Gesellschaft eigentlich da ist. Und dass die zu Homers Zeit, zumindest was die Griechen unter Anführungszeichen betrifft, noch nicht funktioniert hat, merkt man am vorletzten Buch. Das sind die Wettspiele, ja, bei denen also von Wagenrennen bis Boxkampf, von Bogenschießen bis Turnierkampf alles drinnen ist. Und da merkt man, die Griechen sind noch nicht einmal so weit, dass sie überhaupt faire Wettkampfregeln haben, die allgemein akzeptiert werden würden. Sogar beim Wagenrennen kommen die sich so in die Haare, dass die ganze Geschichte gleich wieder losgehen würde, wie sie am Anfang losgegangen ist in diesem Streit um zwei Beutesklaven, wo Agamemnon und Achilleus um zwei Siegestrophäen am Anfang kämpfen am Schluss wieder zwei um zwei Siegestrophäen. Und da aber, und das ist eine ganz bezeichnende Stelle, ist es zum ersten Mal, dass Achilleus lacht, weil er die Ironie der Situation erkennt. Er hat was da gelernt. Da sind plötzlich zwei Leute, die genau in derselben Lage sind wie er am Anfang mit Agamemnon. Und dann holt er, und das wirklich ist von Homer sehr clever gemacht, dann holt er einfach aus seinem Lager noch so einen Goldbaum und gibt ihm und sagt, ja gut, wenn das alles ist, dann kriegst du noch ein Stück Gold und fertig. Also das zeigt... Schön, oder? Ein Lernprozess. Ja, in dem ist ein Lernprozess, der sich auch überhaupt an den Charakteren widerspiegelt. Priamos ist am Anfang ein alter Tatterkreis, der rumsitzt, bei dem er erstmal sagen muss, du hör mal zu, da draußen stehen die Griechen. Ne? Am Schluss ist der König von Troja ist das. Genau, der König von Troja. Am Schluss ist er der Einzige, der allein loszieht, während seine Söhne nur tatenlos rumstehen, um seinen Sohn zu holen und der sich zu Achilleus traut. Diomedes, die Ersatzfigur für Achilleus, der in seinem Heerlager sitzt und nichts mehr mit dem Krieg zu tun haben will, das ist am Anfang ein junger Heißsporn, der langsam zum Mann reift. Agamemnon ist eine völlige, das Abziehbild eines dummen, machtgierigen Politikers. Also nicht der hellste, raffgierig, selbstsüchtig, also eine Karikatur, der sich aber dann doch zu 15% Selbsteinsicht entwickelt. Achilleus dagegen ist ein
junger, dummer Bub, der von Homer angelegt auch nicht viel älter ist als 18 oder 19 Jahre, der sich halt permanent in irgendwas verrennt, aber am Schluss dann zu einer wirklich grausamen, blutrünstigen Bestie wird. Wir sehen, das ist eine sehr passionierende Angelegenheit, diese Ilias. Ja. Sie haben ja jetzt drei Jahre lang übersetzt, Herr Schott. Wie sind Sie denn an diese Aufgabe herangegangen, uns diesen mächtigen Stoff zu vermitteln? Vielleicht lesen Sie uns mal aus einer alten Übersetzung eine Stelle vor. Und erläutern mal, was die Probleme waren. Also ehrlich gesagt, als die mich vom Hessischen Rundfunk gefragt haben, ob ich nicht die Lust hätte, Ilias zu übersetzen, habe ich gedacht, pfui Deibel, ich habe überhaupt keine Lust. Weil das natürlich aus demselben Vorurteil rührte. Ich kannte auch nur die alten Übersetzungen. Und die waren völlig ungenießbar. Da musste man erst mal herausfinden, wo es bei diesem Deutsch, dass die präsentieren, wie wohl aus dem... Sie haben hier eine Stelle drin in Ihrem Buch, im Vorwort. Sie wissen, dass das ist mir klar. Der Übersetzer ist schon gestorben, deswegen zitiere ich es einfach. Aber ich sage nur, also das war der Text, der, obwohl er 3000 Jahre alt ist und sich 3000 Jahre lang am Leben erhalten hat, trotzdem noch in diesem schauerlichen Deutsch übersetzt worden ist. Wie klang das denn damals? Dass eigentlich nur dieses seltsame Deutsch ist, weil man damit versuchte, dem Rang gerecht zu werden, den Homer in der deutschen Klassik erworben hat. Und das ist jetzt die Stelle, wo der Gott Apollon runterkommt, um das griechische Heer mit einer Pest zu bestrafen, wegen diesen Beutesklavinnen da, wie immer. Also es geht alles um die Frauen eigentlich. Er sandte verderbliche Seuche durchs Heer und es sanken die Völker. Schnell von den Höhen des Olympus enteilte er zürnenden Herzens. Über der Schulter der Bogen und rings verschlossene Köcher hell umklirrten die Pfeile dem zürnenden Gott in die Schulter. Also das ist deutscher Hexameter, klingt sehr erhaben, klingt wunderbar. Liegend. Bloß wenn man sich da ansieht, was das dann für ein Deutsch ist, was meinen Sie genau? Ich weiß nicht, wie ich es höflich formulieren soll, aber... Machen Sie ein Beispiel. Wenn man es einfach nur, sagen wir mal, so trocken wie ein Deutschlehrer betrachtet, dann würde man sagen, eine verderbliche Seuche. Ist das eine Seuche, die mit Verfallsdatum kommt? So wie ein Joghurt, meinen Sie so? Genau, denn eigentlich... Denn das richtige Wort müsste hier verderben, bringend heißen. Ach so. Und damit wären wir aber immer noch in einem Pseudo-Winkelmann-Deutsch, das vielleicht vor 200 Jahren... allgemein verständlich war, aber eine verderbliche Seuche. Und dann, es sanken die Völker. Fehlen bei diesem Satz dann die Knie, in die sie, also wo sie in die Knie sinken, oder sind es lauter Völker, die auf Schiffen leben und dann plötzlich mit einer homerischen Sintflut untergehen? Was ist ein rings verschlossener Köcher? Dem Wort nach müsste man sich vorstellen, dass der seitlich verschlossen ist, also so Schnallen hat, wie manche ihre Stiefel so seitlich festschnallt. Von der Archäologie wissen wir, dass das ein Köcher ist, der oben einen Deckel hatte, damit die Pfeile nicht rausfliegen. Was aber beim nächsten Satz überhaupt nichts nützt, weil da umklirren die Pfeile dem Gott die Schultern. Also wie hat man sich das vorzustellen? Also hat Ihnen schon mal etwas Ihre Schultern umklirrt? Ich schaue jetzt gerade um. Es ist wahrscheinlich so bei Stuntmen, wenn die so durchs Zuckerglasfenster preschen, dass dann plötzlich etwas Ihnen die Schulter umklirrt. Also die Vorstellung, die hier erweckt wird, ist, dass irgendwie Pfeile sind, die so wandern am Rücken. Aber was damit gemeint ist, ist, dass die Pfeile im Köcher gegeneinander schlagen. Und weil es Metallspitzen sind, dann gibt es ein metallenes Geräusch ab. Ja. Also das ist eine Sprache, die anachronistisch ist, bei der man zuerst mal suchen muss, wo es Subjekt, Prädikat und Objekt, und die wesentlich daran beteiligt ist, dass dieser Text nicht mehr gelesen wurde. Nun, mir ging es nicht darum, eine philologische Übersetzung zu machen, die es interessanterweise auch noch gar nicht gibt. Das heißt, es gibt keine einzige Übersetzung, auf Deutsch wohlgemerkt, in anderen Sprachen gibt es das, auf Deutsch, die den Sinngehalt jeder einzelnen Zeile einfach nur ganz trocken, prosaisch ausbreitet. Also Wort für Wort Übersetzung. Eine wissenschaftliche, paraphrasierende Übersetzung gibt es auf Deutsch gar nicht. Weil man da immer noch, ja gut, das ist ein eigenes Problem. Mhm. Warum? Ich wollte mit dieser philologischen Übersetzung, damit könnte ich nicht konkurrenzieren. Mein Griechisch ist nicht gut genug, damit ich da diese ganzen Ableitungen beherrschen kann. Aber
Ich greife auf die ganzen Kommentare zurück, um mir das Wortwörtliche zu erschließen, um aber dann herauszufinden, was ist das, was Homer damit meint. Und in dem Moment, wo ich weiß, was er damit meint, was eine Art von Interpretation auch ist, die sich nur auf Text und eben auf 250 Jahre Homer-Forschung stützen kann, um das Bild zu sehen, das er mit seinen Worten gezeichnet hat, und mich dann zu fragen, ja, wie könnte ich das heute sagen? Und das sind also drei Schritte, die eigentlich in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Also ich brauche das Original, ich brauche auch die Philologie und damit die Gräzistik, die Altertumswissenschaften, das gesamte Kommentarwissen, das man gesammelt hat, das den Hintergrund eines jeden Verses, die Herkunft des Vokabulars und alles erklärt, um auf dieser Basis dann zu verstehen, was sagt Homer, um dann zu begreifen, worauf deutet er, was meint er damit, was sind die Konfliktpunkte, um mich dann zu fragen, wie würde ich heute, wenn ich Homer wäre und nach 2500 Jahren wieder aufgetaut vor Ihnen sitzend, und ich möchte Ihnen jetzt aus einem völlig anderen Publikum, das einen völlig anderen Kulturhorizont hat, eine völlig andere Sprache spricht, in einer völlig anderen Zeit lebt, wie kann ich Ihnen heute meine Geschichte, die mein trojanischer Sagenstoff ist, wieder vermitteln? Das war ganz stellenweise schon anstrengend und dann aber auch wieder ganz schön, weil man so das Gefühl hat, manchmal kommt da einer so vorbei, schaut einem so alle 8 Monate mal kurz über die Schulter und sagt, und scherte ihm den Rossschweif oben ab, dass der frisch mit Purpur gefärbte, gockelrot aufleuchtende Helmbusch in den Dreckerboden segelte. Ja. So in gutes, gerades Deutsch die Ilias zu übersetzen, das hieß auch, dieses wiegende Versmaß, den Hexameter, wegzulassen. In der deutschen Klassik, zu Goethes Zeiten, liebte man den Hexameter. Goethes Figur Werther sagt: Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst, lass sie mir vom Halse. Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert sein, braust dieses Herz doch genug aus sich selbst. Ich brauche Wiegengesang, und den habe ich gefunden in meinem Homer. Ja, zeigt zum einen, dass jede Zeit sich die Vergangenheit nur über die Paradigmen des Heute erschließen kann, dieses Wiegengesang. Ich brauche das und das, ist sehr schön formuliert, dass ich in der Vergangenheit immer das suche, was mir in der Gegenwart fehlt. Weshalb auch ganz viel an Utopischen in Vergangenheit immer untergebracht wird. Konkret auf Ihre Frage aber antwortend, also gab es viele Übersetzungsprämissen, mit denen ich mich vorher rumschlagen musste, um herauszufinden, wie kann ich das bewältigen. Die allererste, für die ich mich entschieden habe, aber schon aus alter Erfahrung, ist, war die Überlegung, dass der griechische Hexameter mit dem deutschen Hexameter überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar wirklich gar nichts. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, ich weiß, und man könnte es einem auch so auslegen, als hätte ich kein musikalisches Gefühl oder als wäre mir das zu schwierig. Es ist sicher schwierig, musikalisches Gefühl, glaube ich, habe ich schon. Falls Sie in meiner Übersetzung eine Zeile finden, die holpert, dann bekenne ich mich, sage mea culpa, aber bis jetzt konnte ich noch alles singen. Nein, kurz gesagt, der griechische Hexameter ist eines der spannendsten musikalisch-poetischen Klangereignisse, die es gibt. Das ist etwas ganz Schwebendes, Dynamisches, sich durch den Raum ziehendes, permanent sich wechselndes, veränderndes. Meni naide thea peleia deo achilleo. Gut. Sie sehen, es hat aber gleichzeitig auch was Lächerliches. Und das ist das erste Problem. Weil es besteht aus drei verschiedenen Ebenen. Zum einen wird der griechische Hexameter gesungen in Tonhöhen von C, F und G. Wenn ich das heute tue, glauben Sie, ich habe ein Gläschen Mineralwasser zu viel. Also das tut man heute nicht mehr, obwohl es zu so vor 150 Jahren noch, Karl Kraus Zeiten, oder wenn man mal, ich kann mich ja erinnern, den russischen Dichter Joseph Brodsky, der singt das mit, oh, let me go now and go to Innisfree and have a cabin built there und so. Also das sind Dinge, die bei uns aber in unserer heutigen Literatursprache nicht möglich sind, singen in Tonhöhen von C, F und G. Zweiter Punkt ist, zweite Ebene des Hexameters, man unterscheidet auch zwischen Silbenlängen, zwischen langen und kurzen, Viertelnoten und halben Noten oder Achtelnoten und halben Noten. Und dann gibt es noch ein drittes Element, und das ist ganz diskret darunter, der Taktschlag. Das ist das, was wir als Metrum verstehen. Nun, diese drei Elemente gehen auch nicht kongruent, sondern quasi, wenn ich oben bin beim G, ist nicht gleichzeitig auch der Taktschlag da.
Meinin, also den Groll, und dann kommt das zweite Wort, Aeide, sing mir. Aeide, da bin ich beim A oben bei der Tonhöhe G, aber der Taktschlag kommt auf dem E. Meinin Aeide, der. Und damit bin ich bei dem, was Musiker synkopiert nennen, das heißt im Jazz häufig so wie bei einem Intro, dass der Takt halt ein bisschen vorher und ein bisschen nachher kommt, damit eine Spannung entsteht. Das, was keiner damals machen konnte, was auch kein Gritzist, den ich bis jetzt kennengelernt habe, so mal schnell vom Blatt machen kann, ist das einfach runtersingen, wie wir das vom deutschen Hexameter gewohnt sind. Das heißt, dieses permanent sich ändernde Klanggebilde, das vielmehr mit Oratorium, mit Liturgie, mit Operngesang, mit Singer-Songwriter zu tun hat, ist also nicht etwas, was sich mit dem deutschen Hexameter wiedergeben lässt, der da funktioniert mit di-da-da, 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 bam, di-da-da, di-da-da, di-da-da. Das ist also in etwa so, als wollte man Beethovens Heroika auf der Schreibmaschine nachtrommeln oder ein Duracell-Häschen anstellen, dass das nachtrommelt, was damals den Effekt nur gehabt hätte, dass das Publikum nach einer Viertelstunde eingeschlafen wäre. Heute denselben Effekt. Sie sprechen vom Publikum. Wir sehen, also wenn man die Ilias aufschlägt, beginnt es ja Singe, o Göttin. Also es geht wirklich um einen Gesang. Mhm. Das heißt, die Ilias wurde nicht zum Privatgebrauch gedichtet, sondern für einen öffentlichen Vortrag. Das ist ein weiterer häufig gemachter Trugschluss. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man diese Hexameter vorgeführt hat? Und zwar das öffentliche Vortragselement ist ein ganz, ganz wichtiges. Aber grundsätzlich gilt das für alle Texte bis hinauf, sagen wir mal, ins 17. Jahrhundert, dass ein literarischer Text nur literarisch ist, wenn er eine musikalische Grundstruktur besitzt. Die Art von Texte, die quasi heute so publiziert werden, die ohne musikalische Grundstruktur auskommen, sagen wir mal so Jelinek-Deutsch, das ist also ein modernes Produkt. Egal ob Gilgamesch, egal ob Proklamationen assyrischer Könige, egal ob Gedichte, egal ob das, was Mönche schrieben, egal was, Texte, die geschrieben wurden, wurden immer mit einer metrischen Grundbasis verfasst. Aber die Ilias wurde nicht gelesen in der Antike. Die Ilias wurde ganz sicherlich gelesen. Die ersten Bücherstände, die gab es schon um 400, wo man solche Schriftrollen kaufen konnte. Den Erfolg der Ilias, und das ist aber ein weiterer zusätzliches Element, das mit dem Epos an sich nichts zu tun hat. Der Erfolg der Ilias geht darauf zurück, dass dieser Text vorgetragen wurde als Performance von Rhapsoden. Genau, Rhapsoden waren also berufsmäßige Schauspieler, Textsprecher. Das muss man ja auch können, so ein Hexameter. Sie haben es vorgeführt. Die diesen Text bearbeitet haben, die miteinander im Wettstreit standen. Wer war der bessere Homer-Interpret? Das heißt, die haben den Text auch damals schon genommen, interpretiert, konturiert, sicherlich Stellen weggestrichen, sicherlich etwas hinzugefügt. Platon beschreibt das wunderbar, dass die ersten Säule angezogen sind wie die Kardinäle, also unheimlich eitle Leute, die dann auch beim Vortrag aber auch immer gucken müssen, wann sie das Publikum zum Weinen und wann sie zum Lachen bringen, denn wenn sie das nicht schaffen, gibt es dann auch kein Geld. Die erfolgreichen, wie lange dauerte so eine Aufführung? Man weiß von den panathenäischen Festspielen, von den Festspielen zu Ehren der Athener in Athen, dass dieser Text importiert wurde, dort so großen Erfolg hatte, dass man beschlossen hat, so zumindest heißt die Überlieferung, ob das dann auch stimmt und ob das lang gemacht wurde, ist eine andere Frage, dass man alle 4 Jahre die beiden homerischen Epen, die Ilias und die Odyssee, vorgetragen hat. 2 Tage für die Ilias und dann 2 Tage für die Odyssee. Also eine Art von Bayreuth, Wagner, Ring, Festspiel. Wie lange diese Festspiele bestanden, ist fraglich, aber zumindest in dieser Zeit haben sie auch, wie Bayreuth und Hitler beispielsweise, eine politische Funktion erfüllt. Denn da war dieser Text einer, der ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen konnte und überhaupt definieren konnte, anhand von literarischen Mustern, wie ein Kollektiv sich aufbauen könnte. Also es geht nicht nur um Brot und Spiele, Unterhaltung. Ja. Was gewinnt das Kollektiv durch so eine gemeinsame große Erzählung? Tja, es gewinnt ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Es ist identitätsstiftend auf mehreren Ebenen. Zum einen ist die Figur des Erzählers damals und wieder hinauf bis ins 17., 18. Jahrhundert,
eine, die ich meine, wir haben heute das Bild von Erzählern und Schriftstellern, das sind diejenigen, die uns die Zeit vertreiben. So diese Krehlmanns und so ein Buch, das man nicht mal im Zug oder im Flugzeug lesen kann und dann weiß man, wer mit wem und man kriegt ein bisschen intellektuell auch noch was mit. Und ja, das ist ein netter Zeitvertreib, wenn man nicht gerade ins Kino geht oder in Urlaub fährt oder sonst was tut. Damals war das Erzählen sicherlich eine der zentralsten sozialen Funktionen. Damals war der Erzähler so etwas wie NZZ plus Literaturbeilage, weil er das Wissen, das wir heute in einer Zeitung, im Fernsehen, was wir hier ausbreiten anhand all dieser Bücher und Gerätschaften, anhand all dieser Technik, das hat er damals in einer Person verkörpert. Und die Ilias ist deshalb weit, weit mehr als nur eine Geschichte, sondern sie ist gleichzeitig eine Art Enzyklopädie, Geografie, Geschichte der damaligen antiken Welt. Da kommt also von, wie man Blut zum Stocken bringt, nämlich indem man wilden Feigensaft in eine Milch einrührt, so bringt man die Milch zum Stocken, so kann man auch Blut zum Stocken bringen. Wie man segelt, was man tut, wenn man ein Schiff vor Anker bringt, wie man gegen Kentauren kämpft, all die Dinge, nützliche Dinge. Also Homer ist schon von Platon bezeichnet wurden als jemand, der das Wissen eines Fischers, eines Bauern, eines Generals, eines Arztes, eines Schreibers, eines Intellektuellen, eines Philosophen, eines Naturkunders, also quasi, es ist ein umfassendes Werk. Und das spiegelt die Erzählerposition von damals wider. Das Erzählen selbst ist dann aber etwas, das identitätsstiftend wirkt, weil es eigentlich, ich meine, philosophisch betrachtet könnte man das jetzt umgekehrt formulieren und sagen, das Wort Religion, eine Ableitung, ist Religio, wiederlesen. Und indem man Texte permanent wiederliest, schafft man Bezüglichkeiten, die überindividuell sind. Und da es solche Texte heute nicht mehr gibt, da es also nicht Bibeln gibt, auf die wir uns beide beziehen könnten, oder auch nicht James Joyce Ulysses oder auch nicht... Gut, wir als Österreicher könnten uns vielleicht auf Robert Musils Mann ohne Eigenschaften berufen. Die Deutschen könnten sich vielleicht auf die Buddenbrooks, tun sie aber nicht. Uns fehlt dieses Element, kurioserweise, obwohl dieses Element über Jahrtausende lang das eines der wichtigsten Elemente war, das Gesellschaft zusammenbindet. Da uns das fehlt, dass uns das fehlt, ist sicherlich auch einer der Gründe für die Finanzkrise, könnte man beispielsweise jetzt mal provokant in den Raum werfen, obwohl das jetzt, na, es ist vielleicht ein bisschen weit bei den Haaren herbeigeholt. Aber ja, wen müssen Sie es erläutern? Was das Wiederlesen eines Textes schafft, ist, dass sie uns einen fixen Vorrat von Figuren in den Kopf setzen, die bestimmte menschliche Verhaltensweisen typisieren und bestimmte Konstellationen vorführen, wie Verhaltensweisen miteinander in Konflikt geraten können und wie sie miteinander zu lösen sind. Das heißt, wir kriegen Regeln des Zusammenlebens, Rollenmodelle für Figuren. Wenn wir keine Rollenmodelle mehr haben für Figuren und keine Regeln für ein Verhalten, wenn das quasi ein abstraktes bürgerliches Gesetzbuch regelt, das in einer Sprache geschrieben ist, die nicht mehr nachvollziehbar ist für normalen Menschen. Mhm. Wenn es aber gleichzeitig auch keine große Erzählung mehr von der Welt gibt, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn die Religion selbst, die dieses Thema immer abgedeckt hat, völlig am Zerbröckeln ist, weil deren Glaubensvorstellungen und deren Wertvorstellungen mit der modernen Gesellschaft nicht mehr übereingehen. Und wenn selbst die Wirtschaft als existenziellste Basis über keine Wertvorstellungen mehr funktionieren, weil jeder gegen den anderen wettet, dann fehlt uns also etwas, das all diese Dinge ineinander binden kann und dass wir immer das Geschichten erzählen. Denn unser Gehirn ist darauf aufgelegt, dass wir alles vermenschlichen. Wir reden vom Donnern und vom Blitzen, als wäre da ein Gott oben, der dafür zuständig ist, weil wir uns eben hinter jeder Art von gleichgültiger Natur immer besser Menschen oder menschliche Vorgangsweisen vorstellen können. Und menschliche Verhaltens- und Vorgangsweisen zu präsentieren, fällt uns in einer Geschichte sehr, sehr viel einfacher. Und Sie kommen jetzt auf die Götter zu sprechen. Ja. Die Ilias erzählt ja, wie die Götter über die Menschen herrschen. Nun sind ja diese Götter alles andere als perfekte Wesen. Sie sind intrigant und eitel und parteiisch. Die Menschen sagen auch mal, Zeus hat mich wieder in die Irre geführt. Das heißt, die Menschen sind trotzdem noch zum Selberdenken gezwungen. Ist das ein erzieherischer Wert der Ilias? Die Menschen, also ich würde das
Eines der schönen Unterschiede zwischen der Ilias und der Odyssee ist folgender. In der Ilias passiert nichts, ohne dass nicht ein Gott vorher kommt und jemanden was einflüstert. Aber Sie glauben es nicht immer. Es gibt zwar einen gewissen Spielraum, wo man vielleicht ignorieren kann, was ein Gott tut, aber ich kann mich jetzt gar nicht mal an eins erinnern. Es gibt eine Stelle, wo... wo Agamemnon sagt, Zeus, ganz Sohn des Kronos, hat mich hinters Licht geführt, um mich zu vernichten, dieser heimtückische Gott. Mhm. Ist ein schönes Beispiel, aber selbst Agamemnon tut nichts, ohne dass Zeus ihm nicht einen Gott schickt, der ihm sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Man erkennt das zwar im Nachhinein, dass er einem Gott in die Irre geleitet hat, aber es gibt keine einzige individuelle Entscheidung in unserem heutigen subjektiven Sinn von, ich will das und das tun, sondern es sind immer die Götter. In der Odyssee dann, die 20, 30, 40 Jahre später entstanden ist, plus, minus, sage ich jetzt mal, da ist Odysseus der Trickreiche, der seine Entscheidungen ohne die Götter trifft, der das aus sich selbst entwickelt. Das ist ein ganz wesentlicher und äußerst interessanter Unterschied zwischen Ilias und Odyssee. Aber, um die Frage zu beantworten, was die Götter sind, das ist also, Götter gibt es nicht. Das wissen wir ja. Und wir glauben das zu wissen, außer die Götter in der Teppichetage zum Beispiel. Weil das alles Projektionen sind. Und die iliadischen Götter sind Projektionen von sehr triebhaften Instinkten. Und das Interessante ist, als Modell dessen, wie ein Mensch funktioniert, kann ich das entweder wie im christlichen oder im protestantischen oder im kalvinistischen alles in mich selbst verlegen und sagen, es ist auch meine eigene Schuld und alles kommt aus mir, aus meinem Bauch, aus meinem Seelenleben, aus meiner Psyche heraus. Und da ist irgendwo ein perfekter Gott, oder? An dem man eigentlich nie glaubt, zu zweifeln hat. Und das ist bei den Griechen nicht so. Oder ich kann das andere Gesellschaftsschutzmodell bringen und kann sagen, all das, was ich spüre, fühle, tue, dafür ist eine Instanz außen zuständig. Das heißt, ich kann mein eigenes chaotisches Gefühls- und Triebleben substantivieren, gewissermaßen verkörpert sehen in Götterfiguren. Das heißt, die griechischen Götter verkörpern alle bestimmte Eigenschaften. Der Gott Momos ist der Gott des Zweifels. Die Göttin Eris, weibliche Göttin, die Göttin des Streits. Die Göttin des Hasses ist die Furien. Dann gibt es den Tod. Selbst ist eine verkörperte Figur, den wir heute als den Schnitter kennen. Also jede Art von menschlichem Gefühl wird nach außen projiziert und in einer Figur fassbar, die dann plötzlich etwas mit jemandem macht. Wobei da ganz interessant ist, dass es in der Ilias kein Gefühl von Schuld gibt. Wenn ich jemanden umbringe, war jemand, ein Gott dafür zuständig. Ich kann nichts dafür, also kann man wird mich zwar bestrafen, aber das sind eigentlich lauter Leistungen, bei denen es keine Gewissensbisse gibt. Das bedeutet aber umgekehrt wieder bei diesem Götterbild, dass es ein völlig chaotisches Götterbild letztlich ist, weil Triebe, Gefühle chaotisch sind. Und so schildert uns Homer ja auch. Der oberste Gott ist weit davon entfernt, so eine Art von alttestamentarischen, mächtigen Gott zu sein oder noch weiter davon entfernt, irgendetwas mit Jesus Christus und der heiligen Dreifaltigkeit zu tun zu haben, sondern das ist ein heimtückischer Sohn des Kronos. Sein Vater war schon verschlagen, er ist noch verschlagener. Und die Menschen wissen das ja aus der Ilias. Der Erzähler warnt sie irgendwie. Also es wird ihnen nicht erzählt von einem guten Gott, der für uns alle sorgt, sondern sie werden im Prinzip einfach wach gemacht. Es gibt Götter, aber nehmt euch in Acht. Und das ist doch erzieherisch, das ist doch fast aufklärerisch, so in den Ansätzen. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ja, vor allen Dingen ist es respektlos. Und also Homer führt die Götter vor als Sadisten, die oben in ihrer unendlichen Langeweile, weil sie unsterblich sind, sich damit amüsieren, was die Menschlein da ganz unten auf der Erde machen und wie sie sich wieder gegenseitig bekriegen, wobei die Götter es ja sind, die dieses kriegerische Geschehen aufstacheln, anreizen, beeinflussen und durchführen. Und das aufklärerische Element, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst geworden, bis Sie das gesagt haben. Also es hat wirklich was absolut stolz ist, auch so eine Art von existenzieller Rebellion, dass ich sage, die Mächte, die uns beherrschen, die sind so amoralisch. Da sind wir als Menschen, die wir uns dagegen behaupten, eigentlich größer als die Mächte, die mit uns nur aus Lust und Laune und aus Voyeurismus machen, was sie wollen. Dass wir eigentlich erst, und das zeigt sich auch bei der Ilias,
Die Menschen werden erst groß, wenn sie wirklich gegen die Götter in den Kampf ziehen können. Die werden nicht dafür bestraft, das ist später. Prometheus, der dafür bestraft wird, dass er das Feuer klaut und dann unendliche Schmerzen erdulden muss, das ist eine Figur, die später kommt. Bei Homer kann man sogar, der Heißsporn Diomedes kann die Aphrodite am Handgelenk verletzen und Ares einen Speer in den Unterleib stechen, ohne dass er dafür sterben muss. Sondern er entwickelt sich erst dadurch richtig zum Mann. Und das ist eigentlich genauso Camus, der Mythos von Sisyphus. Das ist diese Auflehnung gegen ein absurdes, nicht nur gegen ein absurdes Schicksal, sondern gegen ein es mit einem schlecht meinenden Schicksal, gegen ein Schicksal, das sich an einem nur weidet. Und da ist der didaktische, aufklärische Aspekt. Da ist Homer wirklich frecher, als man meinen möchte. Ja. Jetzt geben Sie uns doch noch mal eine Kostprobe Ihrer Übersetzung, denn Sie erreichen Wirkung wirklich auch durch eine plastische, sinnliche Sprache. Hm. Also Sie haben sich da die Szene rausgesucht, kurz bevor Patroklos seinen tragischen Tod erleidet, den er erleiden muss der Dramaturgie wegen, damit Achilleus dann trauern kann. Darf Patroklos sich noch als Mann erweisen und er wird dann aber etwas übermütig und er trifft jetzt auf den Wagenlenker des Hektor, der auf ihn losprescht. Und das, was in den bisherigen Übersetzungen auch nie richtig rauskam, ist, dass Homer auch humorvoll ist. Und einmal zynisch, einmal ironisch, einmal burlesk, aber dass dieser Text auch lustig sein kann. Zumindest hier ist eine Art von Schlachthumor. Patroklos sah es, sprang von seinem Wagen herab, einen Speer in seiner Linken, griff sich mit der Rechten einen harten, kantigen Steinbrocken, den er gerade noch fassen konnte, und schmiss ihn, ohne dem heranpreschenden Kampfwagen auszuweichen, mit aller Kraft auf Hektors Lenker. Der Wurf verfehlte sein Ziel nicht. Oh nein, Kebriones, ein Bastard des ruhmreichen Priamos, der die Zügel in der Hand hielt, wurde von ihm an der Nasenwurzel getroffen. Er zerschmetterte seine Stirnhöhlen, die Augen flutschten heraus und in den Staub, während er rücklings aus dem Wagen kippte wie ein Taucher aus einem Boot und voll auf die Erde plumpste, wo er keinen Zappler mehr tat, was Patroklos zum Lachen reizte. Schau, schau, wie gelenkig der eine Rolle rückwärts schlägt. Stellt euch vor, das macht er bei den Fischgründen draußen. So wie der sich jetzt vom Wagen in den Acker gehechtet hat, könnte er auch bei größtem Seegang noch vom Boot köpfeln und ein ganzes Dorf mit Seegurken versorgen, die er raufholt. Ich wusste gar nicht, dass die Troer so gute Akrobaten haben. Diesen Spott auf den Lippen rannte er zum wackeren Kebriones hin. Er stürmte los, ungestüm wie ein Löwe, der einen Pferch überfällt. Vielen Dank. Mit Ihrer Übersetzung, die so frisch und in gutem Deutsch geschrieben daherkommt, handelten Sie sich auch Kritik ein. Muss man jetzt da gleich dagegen setzen. Sie bedanken sich im Vorwort beim Basler Gräzisten Joachim Lattatsch für die gute Zusammenarbeit, aber er bezweifelt den Wert Ihrer Übersetzung. Lattatsch sagte etwa in der Zeit, Ihre Übersetzung verwende vulgäre Ausdrücke, aber Homer sei eben gerade nicht vulgär gewesen. Den Schweinekram finde man zum Beispiel bei Archilochos, aber gerade nicht bei Homer. Tja, also es steht einem auf jeden Fall zu, mich bei Herrn Latte zu bedanken. Wir haben eine Zusammenarbeit gehabt, die sehr anstrengend war. Es ist ein Mensch, der nicht sehr umgänglich ist, sagen wir es mal so. Und es gibt halt Positionen zu Homer, die sehr viel mit Ideologie zu tun haben. Und das heißt auch, dass man diesen Text dann immer durch eine ideologische Brille liest und ihn eigentlich nicht wahrhaben will. Der Text selbst, was den Schweinekram betrifft, so habe ich genauso viel Schweinekram drin, wie er bei Homer ist oder eben nicht ist. Das heißt äußerst reduziert. Das Problem ist aber, dass zum einen das Homer eine sehr neutrale Sprache hat.
Und diese neutrale Sprache hat nun nichts mit einem hohen Ton zu tun, sondern mit einem allgemein gehaltenen Ton, den man für die verschiedensten Situationen immer wieder anders heute ausdeuten muss, den Homer aber nur hat. Das heißt, seine Sprache besteht aus einem Vokabular von 5.000 bis 6.000 Worten, das ist so viel wie ein Deutschkurs für Ausländer, mit denen er einen Text bewältigen muss von den verschiedensten menschlichen Situationen, 600 Seiten lang. Kurzes Beispiel. Wenn Paris und Helena miteinander im Bett liegen, dann mischen sie sich in Liebe. Das ist nicht hoch ausgedrückt, das ist sehr neutral. Mit einem beschränkten Wortsatz. Ethnologisch, das ist das, was mit einem beschränkten Wortsatz, der musikalisch sein muss, machen kann. Umgekehrt aber, wenn Nestor sagt, wir ziehen uns nicht eher vor Troja zurück, bis wir den schwangeren Frauen dort die Bäuche aufgeschlitzt haben und uns mit ihnen in Liebe gemischt haben, dann ist da nicht irgendwelche völkerverbindenden Ehen gemeint, sondern dann ist damit gemeint vergewaltigt. Das heißt, ein und derselbe Ausdruck muss in den verschiedensten Situationen jeweils einen anderen Dienst tun. Das kann ich heute, wo die deutsche Literatursprache über ein viel größeres Register verfügt, kann ich das heute ausbreiten. Homer hatte damals, entsprechend zum Bild der Orgel mit ihren Pfeifen, hatte Homer damals nur eine Leier mit drei, vier, fünf Seiten zur Verfügung. Das heißt, unsere heutige Bandbreite ist größer. Das, worum es aber bei dieser Kritik letztlich geht, ist eigentlich vergleichbar auch mit der Bibel. Also es gibt einen objektiven Zugang, einen literaturwissenschaftlichen Zugang, einen unvoreingenommenen Zugang, einen wissenschaftlichen Zugang, wenn Sie so wollen. Es gibt aber auch immer die Kreationisten. Und dann gibt es halt bestimmte Wissenschaftler, mit denen zu diskutieren, ungefähr so anstrengend ist wie mit diesen Kreationisten, weil sie glauben, Homer ist wie Gott ein Genie, das die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, ohne jeden Stilbruch. Kein Dichter, der irgendwann mal ein Zeitgenosse war, sondern der Säulenheilige, der über Jahrhunderte geworden ist. Das Homerbild, das Latatsch und Konsorten haben, wiewohl sie eine verschwindende und letztlich aussterbende Minderheit in der Wissenschaftsgeschichte bedeuten, ist also eigentlich, dass aus der deutschen Klassik kommt, wo Homer und die Ilias interpretiert wurde durch eine aristokratische und monarchistische Brille. Anders als beispielsweise in England oder in Frankreich. Dieses Homer-Bild ist also eines, das in ganz bestimmten Zeitumständen im 18. und 19. Jahrhundert mit einem pietistischen Hintergrund, mit dem Hintergrund der Einigung Deutschlands entstanden ist. Und das, von dem es erstaunlich ist, dass es so lange weiterwirken kann, dass sogar Übersetzungen, und das, was ich Ihnen vorher vorgelesen habe, ist eine Übersetzung, die stammte von 1960 und klang wie, als wäre sie 1750 geschrieben worden. Mit Latatsch zu diskutieren ist ähnlich, da meinen Sie auch, Sie reden mit jemandem, der 1750 geboren ist und bei 1820 stehen geblieben ist. Könnte man es so sagen, Sie wollen Homer zu uns heute bringen, Latatsch und andere Altertumswissenschaftler aber möchten uns eher zu Homer zurückbringen? Also mich interessiert weniger das eine und das andere. Mich interessiert Homer und Literatur als etwas Zeitgenössisches. Genau, zu uns ins Heute. Nein, mich interessiert der Erzähler als Zeitgenosse von damals. Das heißt, mich interessiert Homer nicht als Säulenheiliger, als dem, wozu er instrumentalisiert wird, als das Genie. Mich interessiert der Schriftsteller, der mit seinen Quellen arbeitet und einen Text schafft, der auf Augenhöhe mit seinem Publikum steht. Bei dem man also nicht raufgucken muss, ganze Meter, bei dem man aber nicht runterguckt, weil man sagt, oh, das ist nichts, sondern bei dem die Kommunikation noch auf Augenhöhe funktioniert. Das ist quasi der Zustand, wo der Schriftsteller kurz vor dem Nobelpreis, wo er noch Mensch ist, wo man sieht, wie er arbeitet, wo er mit dem, was er schreibt, uns als Menschen repräsentiert und etwas zu sagen hat. Einen Hintergrund vermittelt, Stoffe, wo man sieht, dass das Geheimnis, das die Literatur hat, zur einen Hälfte gemacht ist und zur anderen Hälfte dann doch wieder unerklärlich ist, aber wo nicht das Unerklärliche und Genialische alles andere schluckt. Das finde ich immer eine Art von Dümmlichkeit, die ich verwerflich finde. Sie sind ja eben nicht bei der Übersetzung geblieben, sondern Sie fuhren selbst nach Kleinasien, um selbst nachzuforschen, wo Troja lag und wer Homer war. Mit welchen Fragen und Vermutungen sind Sie denn da aufgebrochen? Also ich war völlig unvoreingenommen. Aber Sie hatten Zweifel, sonst wären Sie nicht gegangen. Nein, mich hat die Frage, wer Homer ist,
eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich war froh, dass ich mit meiner Übersetzung fertig war. Ich wusste, bis ich die Korrekturen von meinen wissenschaftlichen Partnern zurückkriege, wird das noch Monate dauern. Schreibe ich ein Vorwort, will das Thema erledigen und wieder endlich zurück zu meinen eigenen Gedichten. Denn 3-4 Jahre mit Homer zu verbringen, ist schon ein sehr enges Korsett bei. So gut dieser Dichter ist, aber irgendwann mal hört es dann auf, die Selbstverleugnung dabei. Und dann tauchte einfach die Frage auf, weil ich ja vorher den Gilgamesch übersetzt habe und ich beim Übersetzen der Ilias permanent gemerkt habe, ich habe für diese Sätze schon mal Lösungen gesucht. Ich dachte, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. So viele wörtliche Parallelen, die sich auch im Gilgamesch wiederfinden. Habe gemerkt, ich bin bei Gott nicht der Erste, der draufgekommen ist, dass dieses Nationalepos des Ostens wie eine literarische Folie, ein Vorbild, ein Modell unterhalb der Ilias permanent auftaucht. Beispiel orientalische Einflüsse. Das beste Beispiel, Achilleus und Patroklos, diese enge Freundschaft, ist am Modell der Freundschaft zwischen Gilgamesch und seinem besten Freund Enkidu ausgebildet, bis in die kleinsten Details hin so geschildert. Und dann ist die Frage, wie soll ein Dichter, der vorgeblich da oben da am Hellespont gelebt hat, haben soll, wie soll der an den Gilgamesch-Text herankommen? Denn es zeigt sich eine große Übereinstimmung zwischen Text und Text. Das ist keine mündliche Erzählung, die quer durchs Mittelmeer wandert. Es lassen sich diese orientalischen Quellen auch nur bei Homer und dann noch ein kleines bisschen bei Hesiod weder vorher noch nachher nachweisen. Also wie kommt ein griechischer Dichter an diese Quellen ran, an diese orientalischen Quellen? Wobei es aber nicht nur Gilgamesch und andere Epen des Zweistromlandes sind, sondern sehr, sehr viel Hethitisch und Hurritisches, die Bevölkerung der Türkei im 2. Jahrtausend vor Christus, aber dann noch sehr, sehr viel, das wir in der Bibel wiederfinden, im Alten Testament, also sagen wir mal, levantinisches Gedankengut. Und wie kommt ein Dichter, wie kommt er an sowas ran, wo wir von Gilgamesch und so weiter all diesen Texten wissen, dass das Herrschaftswissen war, Schreibern zugeordnet, Schreiber im Sinne von den hohen Gelehrten und Intellektuellen von damals. Das war nie öffentlich zugänglich, das war eifersüchtig gehütet. Nur in Tempeln oder beim Gouverneur konnte man in solche Bibliotheken Einsicht nehmen, sich deren Texte bedienen. Also wie kommt man da quasi im historischen Troja, das, um es salopp zu sagen, der Arsch der Welt war, wie die Ausgrabungen gezeigt haben, war das eine wichtige Provinzstadt, aber bei Gott keine Drehscheibe zwischen Ost und West. Sie meinen jetzt, dass Troja das Schliemann entdeckt hat im 19. Jahrhundert? Genau, und dann rede ich mit einem Professor. Klar, was tut man, wenn man keine Ahnung hat? Man geht an die Uni und fragt einen Professor. Und das war in dem Fall Robert Trollinger, der mir dann gesagt hat, ja, schau doch mal in Kilikien. Dort haben sich all diese Kulturkreise zu Homers Zeit überschnitten. Und dann frage ich da zurück, gleich wie Sie jetzt, ja, wo ist denn das Kilikien? Dann sagt er, ja, das ist dieses Land nördlich von Zypern, also da, wo das Mittelmeer so einen Knick macht. Und da wusste ich, die kilikische Pforte, die da so Taurusgebirge, Amanusgebirge, dann ist die syrische Grenze und dann geht's runter da nach Palästina und den Libanon und nach Israel. Also das Land nördlich von Zypern. Und sagt, da weiß man seit ein paar Jahren, das wird jetzt interessant, denn da gibt es erst die ersten Bücher drüber, dass das so ein multikulturelles Brückenland war. Und dann gab er mir noch einen Tipp und sagt, da hat man vor 20 Jahren eine Statue gefunden, da bezeichnen sich die Kiliker selber als Danaer und Achaier. So heißen die Griechen in der Ilias. So heißen die Griechen, die es nicht als Griechen gibt. Da gibt es keine Hellenen und das Wort Griechen gibt es dort auch nicht. Dort werden drei Namen gebraucht, von denen zwei, Danaer und Achaier, sich in Kilikien finden. Und dann denke ich, ja, das wundert mich gar nicht, denn die zweitwichtigste Stadt im Epos ist das sogenannte kilikische Thebe. Und man weiß, Kiliken ist diese Landschaft dort, es gab keine Kiliker nirgendwo in der Gegend vom historischen Troja. Und das ist jetzt so ein plötzlicher Bruch, wo man sich denkt, ja, was hat das historische Troja mit einer Landschaft zu tun, die 1500 Kilometer weiter im Osten ist an der syrischen Grenze. Mhm. Aber das ist eines der... Also welche Thesen sind daraus dann entstanden? Bezüglich Troja, bezüglich Homer? Relativ einfache, die aber... ist natürlich gegen 250 Jahre Lehrmeinung überhaupt nicht einfach haben auf der einen Seite. Also die These ist relativ einfach. Ein Stoff entsteht, braucht einen Kristallisationspunkt. Das ist sicherlich das historische Troja. Dort ist dieser trojanische Sagenkreis entstanden, hat sich über 500, 600, 700 Jahre herausgebildet, ein Figurenarsenal gebildet. Und
Die älteste Form dieses Stoffes, der wir habhaft werden können, die ist auf Zypern. Das sind die sogenannten zypriotischen Geschichten, denn in denen wird all das geschildert, auf dem Homer aufbaut. Das heißt, die ersten 9 Kriegsjahre werden in diesen zypriotischen Geschichten geschildert. Ja. Und Homer ist einer dieser Schreiber, griechischen Schreiber gewesen, dieser Migranten, die sich am Rande des damaligen kulturellen, militärischen, ökonomischen Großreiches der Assyrer niederlässt, wie alle Griechen, die versuchten, aus ihrem armen, sozial unterentwickelten Griechenland damals noch zu profitieren, indem sie sich an den Rand des Großreiches niederließen, um dort mit einer Hochkultur in Kontakt zu kommen und da zu importieren, was nur geht. Die Blütezeit der Griechen ist nur auf diesen Einfluss aus dem Osten zurückzuführen, bei dem sie dann Eigenständiges entwarfen. Homer ist also einer, der kommt, sagen wir mal, aus dem Jura oder aus Buxtehude und geht nach Harvard studieren, kommt dort mit all dem in Kontakt, was Weltkultur und Literatur ist, und verarbeitet das für seine eigene Kultur. Das ist das, wie ich denke, wie die Ilias entstanden ist und was bei Gott nichts Ungewöhnliches ist. Denn das Modell, das ich habe, ist, dass dieser Stoff einfach wandert. Seine Vorform findet man in Zypern. Kiliken ist das Nachbarland. Die Ilias ist die kilikische Variante dieses Stoffes. Mhm. Das ist ähnlich wie bei den deutschen Helden eben, wenn wir nicht wüssten. Ich meine, überlegen Sie sich, woher kommen die deutschen Helden eben? Die spielen alle oben in Cornwall und in Irland, dass man sich auf den ersten Blick fragen würde. Deutsches Heldenepos von 1200 hat was mit König Artus, den man irgendwo um 400, 500, 600 nach Christus ansiedelt. Keiner weiß, war es ein Kelte, war es ein Römer, wo ist Camelot? Also wir sehen, Sie haben es gewagt, so alte Fragen wie eben, wo ist Troja, wer ist Homer, neu aufzuwerfen. Der Germanist Peter von Matt spricht davon, dass die Vergangenheit uns nie einfach so gegeben sei. Nur ein schöpferisches Gedächtnis könne den Sinn der Vergangenheit für die Gegenwart vermitteln. Herr Schrott, heißt Ihr Programm, für eine heutige lebendige Begegnung mit der Antike braucht es eine schöpferische Grundeinstellung, also Poesie? Ja, es ist die Frage, wie man schöpferisch definiert. Das kann man jetzt auf die verschiedensten Arten. Man kann es quasi als Schwadronieren aus dem Blauen herab bezeichnen. Man kann es als eigenständig Geniales bezeichnen. Man kann das Poetische als die Grundkonstellation überhaupt unseres Seins begreifen. Also da müssten wir uns jetzt mal darauf einigen. Wahr ist, dass unser Umgang von Vergangenheit davon geprägt ist, dass wir uns die Vergangenheit nur mit den Paradigmen des Hier und Heute überhaupt zugänglich machen können. Wie wir denken, ist das, was wir gelernt haben zu denken, das sind die sozialen Muster, die wir in den Kopf gekriegt haben im Laufe unserer Sozialisierung. Mit diesen Denkmustern versuchen wir, Altes und Vergangenes zu begreifen, um sie ein bisschen modifizieren zu können und um das wieder für uns heute benutzen zu können, um so eine Art auch von Gedankenspielraum zu kriegen. Eine Art Freiheit, eine Art die Freiheit, Poesie vielleicht bietet, eine Art oder? Kritischer Distanz, glaube ich, zu sich selbst, zu anderen, zu Gesellschaftssystemen, zu Kultur. Gleichzeitig aber auch, indem sich durch dieses Vergleichen von damals und heute etwas rausstellt, dass nämlich der Mensch damals und heute doch viele Dinge hat, die ähnlich geblieben sind. Damit sind wir wieder am Anfang, wo wir angefangen haben. Herzlichen Dank die für dieses Gespräch, Herr Schrott. Vielen tut mir Dank. Leid, jetzt war es ein bisschen. Schön, dass Sie unser Gast Danke. Waren. War mir ein Vergnügen. Jetzt wollte ich eigentlich noch zum Kunden kommen. Dieses Gespräch gibt's auch auf DVD. Die Adresse noch immer dieselbe. Schweizer Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@sf.tv. Die Ilias empfehlen wir Ihnen heute als Ohrenwärmer, nämlich als Hörbuch für kalte Tage. Viele Stunden Drama von griechischem Ausmaß, völlig neu in Szene gesetzt von unserem Gast. Raoul Schrott. Die Ilias, das Hörbuch, erschien im Hörverlag 2008. Oder für Leseratten, die Ilias als Buch, erschien im Hansa Verlag ebenfalls 2008. Sie können dieses Gespräch auch im Internet nachschauen oder Sie laden es herunter als Podcast von unserer Website. Nächste Woche hat Roger Deweck brisante Fragen auf Lager, die er dem Privatbankier Konrad Humler stellt. Dieser kritische Geist steht ihm am Sternstundentisch Rede und Antwort zum Thema Krise und Bankenwesen.
Ich mache alles. Ich bin ein hundertprozentiger Mann. Ich denke, meine Frau hat mehr als genug damit zu tun, auf der Couch zu liegen und Bonbons zu naschen. Es ist mein Job, sie mit allem zu versorgen. Ich putze, ich koche, mache die ganze Arbeit, verdiene das ganze Geld und habe auch höchstpersönlich unser zweites Kind zur Welt gebracht, nur um den Druck von ihr zu nehmen. Das ist übrigens alles wahr. Naja, bis auf das Letzte. Wir sollten Frau Boll fragen, wie sie darüber denkt. So augenzwinkernd er sich hier beim Kochen gibt, so schreibt er auch, T.C. Boyle. Ich selber habe ihn für mich mit seinem Roman Erstling entdeckt, der die besondere Fähigkeit dieses US-amerikanischen Schriftstellers bereits aufs Schönste vorführt. In seinem Roman Wassermusik beschreibt Boyle auf üppigen 500 Seiten die zwei Reisen des britischen Entdeckers und Hasardeurs Mungo Park, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts unbedingt die Mündung des Niger erreichen will und daran scheitert. Wassermusik gehört zu jenen Büchern, die einen in kürzester Zeit süchtig machen. Nach der bildgewaltigen Sprache, die der Autor mit scheinbarer Leichtigkeit aufs Papier wirft. Die Mehrzahl der bisher 12 Romane von T.C. Boyle spielen allerdings in Amerika. Dort kann er aus dem Vollen schöpfen. Kaum sonst wo auf der Welt liegen Traum und Albtraum derart nah beieinander. Für Schriftsteller wie Boyle das pure Eldorado. Und er kann nicht anders. Er muss einfach schreiben, was sich ihm aufdrängt. Genauso wie er in jungen Jahren leben musste, nämlich ziemlich wild und gefährlich. Dass ihm das Leben schließlich nicht entglitten ist, davor hat ihn wiederum das Schreiben bewahrt.